I come to the garden alone, while the dew is still on the roses. Hallo, gut, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass ich auch noch die Gelegenheit habe, über Gottes Wort ein paar Gedanken weiterzugeben. Das versuche ich ja auch immer wieder durch diese Losung und Lehrtexte. Falls jemand das zum ersten Mal sieht, Losung und Lehrtexte sind kurze Bibelstellen, ein Losungstext aus dem Alten Testament und ein Lehrtext aus dem Neuen Testament. Warum die gerade Losung und Lehrtext heißen, weil beide können ja auch Losung und Lehrtexte sein, das Alte und das Neue Testament. Aber das ist ein Rätsel, das ich selber noch nicht gelöst habe. Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Losungstext ist immer eine Bibelstelle aus dem Alten Testament und der Lehrtext eine Stelle aus dem Neuen Testament. Vielleicht, weil dieser neutestamentliche Text, die Bibelstelle, die erwählt worden ist als Tageslosung, als Ergänzung sein soll, als Belehrung, als Unterstreichung. Nun, wir werden es ja sehen. Okay, also auf jeden Fall herzlich willkommen und ich hoffe, dass du auch dabei bleibst. Es ist nicht sehr lange, es sind eigentlich nur Augenblicke im Vergleich zur Ewigkeit, ein paar Minuten. Und möge der Herr diese Minuten dir schenken und sie für dich auch zum Segen werden lassen. Für mich sind sie auf jeden Fall immer wieder eine Ermutigung und auch ein Segen. Und so ist auch die heutige Bibelstelle, glaube ich, war ein ganz, ganz großer Segen für den Mann, von dem hier heute die Rede ist. Und das ist der Abraham. Dazu habe ich Abraham auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege... Du kannst die Suchergebnisse... Dass sie seine Wege, was sollen sie tun? Halten und tun, was recht und gut ist. Also diese Störaktion da wieder, ich muss es noch einmal lesen. Also dazu habe ich Abram auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Also dazu hat der Herr den Abraham erwählt. Und Abraham war eigentlich so, wie soll ich sagen, einfach so gehorsam, dass er bereit war, sich auf dieses Angebot Gottes einzulassen. Und jeder Mensch, der auch bereit ist, auf Gottes Angebot sich einzulassen, ist wirklich, ja, ist gut dran, weil wenn man das ablehnt, Gottes Angebot und seine Liebe und ja, seine ausgestreckte Hand nicht annimmt, dann hat man eigentlich für die Zukunft und manchmal auch schon für dieses Leben ganz, ganz schlechte Karten, ja. Also davon spricht ja auch die Bibel, dass es zwei Wege gibt. Der eine Weg ist steil und schmal und wenige sind es, die ihn gehen und finden. Und der Weg ist breit und weit und viele sind, die darauf wandeln, der ins Verderben führt. Auch das sagt die Bibel. Also ich glaube, der Abraham hat diesen schmalen Weg gewählt. Weißt du schon, auf welchem Weg du bist? Wenn du auf diesen schmalen Weg bist, dann hast du auch so wie der Abraham und dann haben wir wie der Abraham einen Auftrag, dass unseren Kindern zu befehlen, die Wege Gottes zu erkennen und auch zu gehen. Sie ihnen einfach diesen Weg zu zeigen, aber nicht nur zu zeigen, sondern auch selber vorleben. Ich weiß, dass da manches Mal einiges an Versagen geschieht, dass man zwar das Richtige sagt, aber dann das Falsche tut. Nun, das ist kein gutes Beispiel. Das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein und da sollten wir uns auf jeden Fall hüten, dass wir nur das Wort reden, aber nicht umsetzen, nicht tun. Also Abraham wurde
auserkoren oder erwählt. Und ich glaube, dass auch du zu diesen Erwählten gehörst, wenn du dir Zeit nimmst für Gottes Wort und bereit bist, auf das Wort Gottes ernsthaft einzugehen. Es wird dein Leben völlig verändern. Und nicht nur für ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, sondern für die ganze Ewigkeit. Aber du musst dich darauf einlassen. Und im Lehrtext schrieb der Apostel Paulus an seinem sogenannten Ziehsohn, den Timotheus, schreibt er in Kapitel 1, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Also da hat er einfach auch noch einmal Paulus unterstrichen, dass die Gebote Gottes, die Gesetze Gottes, die Wegweisungen Gottes einfach gut sind, aber mit einer, ja, mit einem klaren Hinweis, mit einem Wenn. Ja, was ist das Wenn? Das ist, wenn es recht oder richtig gebraucht wird oder richtig eingesetzt. Es gab ja die Gesetzeshüter auch zur Zeit Jesu, die sehr wohl das Gesetz kannten und wussten, aber sie haben es nicht selber gelebt und haben es nicht selber umgesetzt. Wenn es recht gebraucht ist, dann ist das Gesetz gut. Das Gesetz hat unter anderem auch die Aufgabe, um uns zu helfen, zu erkennen, Verschiedenes, wie wir sind und wie Gott ist, dass er gnädig und barmherzig ist, dass er für uns sorgt, dass er will, dass wir einander Gutes tun. Und einmal gab es ja einen, der wollte ja den Herrn Jesus auch ein bisschen aufs Glatteis führen und wollte wissen, was das wichtigste und größte Gesetz ist. Und da hat der Herr Jesus eine sehr, sehr gute und einmalige Antwort gegeben. Das Gesetz ist in diesen einem oder diesen zweien enthalten, nämlich du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit allem, was du bist und hast, und deinem Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Maßstab, der unwahrscheinlich hoch ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus eigener Kraft das gar nicht schaffen. Aber wenn Gottes Geist in uns ist, durch eine Neugeburt, die Gott selbst wieder initiiert, wenn wir zu Jesus Ja sagen, dann kriegen wir mehr und mehr diese Fähigkeit, Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst. Ja, ich muss leider selber sagen, dass ich oft genug an dieser Liebe zum Nächsten schmählich versagt habe. Aber ich bete darum, dass der Herr mir auch da weiterhilft, bis zu dem Punkt, wo ich dann endgültig nach Hause gehen darf. Und ich glaube, dass dann einfach auch die Erfüllung, die volle Erfüllung dieser Bitte sein wird. Dass ich ihn dann wirklich von ganzem Herzen liebe und auch meinen Nächsten wie mich selbst. Vielleicht habt ihr ergänzende Gedanken dazu, die auch mir helfen. Bin ich gern bereit, auf das hinzuhören und sie aufzunehmen. Also jeder kann und will, wenn er möchte, sich auch mit mir in Verbindung setzen, durch ein E-Mail oder durch einen Anruf, wie auch immer die Möglichkeit ist gegeben. Jedenfalls wünsche ich dir auch wieder einen guten und auch einen schönen Tag. Vater, ich will dir danken, dass du uns immer wieder diese Gelegenheit schenkst, einfach über dich und dein Wort nachzudenken und ermutigt und auch ermahnt zu werden, auf dich zu hören und umzukehren. Hilf uns auch heute, diese Liebe zu dir und zu deinem Wort, zu deinem Gesetz zu erkennen und auch immer mehr und mehr auszuleben. Danke für jeden, der bereit ist, auch auf diesem Weg mit dir und für dich zu leben und zu gehen. Danke nochmals jetzt auch für diese Augenblicke und segne jeden, der auch jetzt dabei war oder ist. Amen. Amen. Also, dann nochmals, bis morgen.
I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks the sound of his voice. It's so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling, but he bids through the voice of woe, his voice to me is calling. And he walks with me, and he talks with me, and he tells we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there, none other